Guten Morgen zusammen bei den Lernsnacks. Heute geht es um das Thema eure Reaktion zur ZP 10 2021 in Deutsch. Ich habe ein paar Stunden damit verbracht, ungefähr eure ganzen Kommentare mir anzuschauen, durchzulesen. Ich habe noch nicht auf alle reagiert, da hatte ich noch keine Zeit für. Aber ich bin hingegangen und habe sie sortiert. Und zwar nach ein paar Kriterien. Ich habe also geguckt, was habt ihr so geschrieben und habe mir dann ein paar Kriterien rausgesucht, die ich jetzt gerade zusammenfassen möchte. Und dann habe ich alle Kommentare, die ich gefunden habe, genommen und habe sie in einer PowerPoint-Dia-Show abgespeichert und habe das so gemacht, dass hoffentlich auch alle ihren Kommentar finden werden, wenn er denn erscheint. Ich konnte leider nicht jeden einzelnen vorlesen. Erstmal wäre mir dann wahrscheinlich meine Zunge ganz taub geworden. Außerdem hätte das dann wahrscheinlich stundenlang gedauert. 2 hours later. Weil ich noch ein paar Mathe-ZP-Videos machen möchte und das Englisch-ZP-Video. Ich hoffe trotzdem, ihr habt Spaß dabei. Also wir legen los. Also ich habe ungefähr 300 Kommentare jetzt gespeichert. Ein paar gehen über das Thema, welche Aufgabe habt ihr denn genommen? Es war ja vor allen Dingen das informierende Schreiben und die Romananalyse. Der Großteil hat eigentlich tatsächlich den Infotext genommen und war damit auch ganz zufrieden. Ich glaube, in der Hauptschule war es dieser Text zum Thema Gaming, finde ich ein super, super, super gutes Thema. Und natürlich das Thema Fake News ist auch total spannend, finde ich und fandet ihr auch. Also von daher, Daumen hoch, Land Nordrhein-Westfalen, habt ihr gut gemacht. Die Seitenzahlen und der Umfang, den man hätte schreiben sollen, der war natürlich nicht jedem klar. Das machte das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger und da waren auch einige von euch unsicher, weil sie halt eben nicht wussten, ob sie denn genug geschrieben haben. Ich kann euch in dem Moment natürlich nicht sagen, wie viel ihr hättet schreiben müssen unbedingt. Und es gibt auch keine Vorgabe vom Land, ob ihr jetzt irgendwie eher 500 Wörter oder 200 Wörter oder 1000 Wörter schreiben sollt. Es gibt Vorgaben, was ihr schreiben sollt und ob ihr das in wenig schreibt oder in viel oder mit einer winzigen Handschrift oder mit einer Riesenhandschrift. Das kann man halt eben auch schwer vorhersagen. Manche können sich sehr kurz halten und treffen trotzdem die richtigen Punkte. Und manche, die schreiben halt eben sehr viel und treffen auch die richtigen Punkte, aber schreiben halt eben vielleicht den Text ein bisschen flüssiger oder finden halt eben auch noch andere Punkte und schreiben dann halt eben einen superschönen Text, aber darum ist es ja nicht gegangen. Es geht darum, dass ihr einen Infotext schreibt. Ach, nochmal zu den Aufgabenarten. Also macht euch nicht verrückt, wenn ihr jetzt vielleicht nicht die Überschrift hier gesetzt habt oder wenn ihr Absätze gemacht habt, wenn ihr die Materialien unten nicht angegeben habt, das war nicht gefordert dieses Mal tatsächlich. Es gibt wohl einen Punkt dafür, wenn man das Material in dem Text an der Textstelle irgendwo anbringt. Aber wie gesagt, einen Punkt, den könnte man im Notfall auch verschmerzen, denke ich. Einige von euch haben gesagt, es war zu wenig Zeit. Und das kann ich mir gut vorstellen. Ihr hattet insgesamt 6 Materialien beim Infotext. Das ist schon eine Menge. Also da habe ich auch mit Lehrern mich unterhalten und die haben gesagt, ach, das war schon was. Es gab natürlich wahnsinnig viele Rückfragen auch, wie ihr was gemacht habt. Ich fand ganz spannend, das seht ihr gleich hier im Video, diesen Infotext, Überschriftstitel, wie auch immer, da waren richtig gute Ideen dabei, fand ich. Also würde ich lesen, sofort. Es gab leider auch eine relativ große Anzahl von Leuten, die unzufrieden waren mit ihrer ZP. Das lag zum einen daran, dass sie gemerkt haben, ich habe selber was vergessen. Zum anderen waren sie mit dem Thema nicht einverstanden. Also zum Beispiel, wenn sich jemand auf Gedicht oder Kurzgeschichte vorbereitet hat und dann kommt dann ein Romanauszug, dann war derjenige erstmal natürlich vor den Kopf gestoßen. Ich kann euch nur sagen, macht euch nicht verrückt wegen Kleinigkeiten. Ich denke, die Lehrer werden euch dieses Jahr wirklich wohlwollend bewerten. Und das war schon immer so. Deshalb, warum sollte es gerade in diesem Jahr anders sein? Und ein riesengroßer Teil von euch hat einfach gesagt, die ZP war super, die ZP war einfach, die ZP war einfacher als die Klassenarbeiten, super Thema, ich bin zufrieden, ich habe die ZP rasiert. Alles dabei, wahnsinnig viele, sehr positive Rückmeldungen. Das freut mich vor allen Dingen für euch. Und wenn ich einen kleinen Teil dazu beigetragen habe, dann
war es auch die Zeit wert, die wir miteinander verbracht haben. Und jetzt möchte ich nicht mehr lange schwafeln. Jetzt geht es los mit euren Kommentaren. Also, Vorhang auf! Thank you.